So, willkommen zurück. In dieser Folge machen wir nochmal ein bisschen die Mission. Wir hängen da richtig hinterher, deswegen wollte ich die mal machen. Wir haben erst 9% Fortschritt, deswegen machen wir das alles mal. Ich weiß jetzt gar nicht. Genau, wir machen die Mission und hier sind ja noch Nebenquests. Wir haben ja auch noch diese Wutai-Nebenquests. Hier sind die, haben sich ja hier verkleidet und dann hatten wir ja noch im Labor, glaube ich, auch nochmal eine Nebenquest. Gehen wir alles an heute. Ich weiß nicht, ob wir das in einer Folge packen oder nochmal in zwei separaten. Das schauen wir jetzt mal. Machen wir mal die Waffenentwicklung. Waffenentwicklung oder gehen wir einfach von oben. Oder was ist sinnvoller? Der Materienjäger, oder? Ja, machen wir das mal. Mission Start. Eine Truhe nur? Okay. Wird doch bestimmt hier sein, ja. Activate. Ja, erstmal wieder reinkommen. Einen Tag nicht gespielt, aber es sollte ja hoffentlich eine Leichtigkeit werden. Stehlen. Eiltrank, okay. Later. Warm-up's over. Concentrate. Also ich muss sagen, Stehenfähigkeit sehr, sehr wichtig. Brauchen vielleicht noch ein, zweimal Analyse, damit wir dann daraus Rauben machen konnten, wenn ich mich nicht täusche. Got him. Da ist er. Die Genesis-Truppe hier. Wow, Bluthund. Okay, das war auch nur Rang 2. Aber ich finde, das hat immer so eine Wucht, weil der Controller dann auch immer wieder vibriert. Okay. Einmal ganz kurz gucken bei Ausrüstung. Okay, den Sprung haben wir gemeistert. Ja, okay, da haben wir noch viel zu leveln hier gerade. Nice. Bahamut Matrix. Die Musik ist nice. Activating Combat Mode. Ich werde davon so einen Ohrwurm bekommen. Aua! Aua! Oh, okay. Wow, they really did a number on this place. The other Turks and I will track their movements. After that, it's all up to you. Yeah, you got it. Okay, Luftschlag Stufe 5. Is this the end? Is this the end? Not if I can help it. Bahamut sieht ja auch so, so was von nice aus. Ah! Halb blocken. Nein! What? Schon wieder? We can't have them calling for backup. Das kennen wir schon, oder? I'll draw their attention. Make sure you take them out. Yeah, you got it. Ah, okay, ja. Das kennen wir schon. Boah, haben wir jetzt irgendwie 10.000 SP bekommen oder 1.000 SP? Ah! Okay. Oh, nice, Level 20. So muss das sein. Eine neue DBW-Matrix. Mega Flair. Hojos Brut. Aber Regener, sehr nice.
Warte, keine Truhen hier? Sehe ich. Mir wird das gerade nicht an. Keine Truhen? Okay. Interessant. Na gut. Verwirrt mich jetzt doch, aber naja. Activating Combat Mode. Oh. Aua. Also an dieses Grimm-Auge kann ich mich gar nicht bei Final Fantasy 7 erinnern. Habe ich da was verpasst? Ich verbinde damit irgendwie immer Final Fantasy 10. Also an dieses Vogelgetier konnte ich mich jetzt sehr gut erinnern, aber ja, vielleicht habe ich es auch einfach nur verdrängt wegen Final Fantasy 10. Oh, Schwäche, Eis und Feuer. Oh, die haben mich aufgepiekst. Oh, oh. Dieses Benebeln ist schon gefährlich. Das geht lange. Oh, yeah. Nice, der Titanreif ist mit von der Partie. Odin-Materia. Die gute alte Odin-Materia. So, so. Mission Start. Auch wieder kein... Doch, jetzt sind zwei Truhen hier. Okay. Ah. Seht ihr mal, manchmal ist es doch gut, sich immer wieder umzudrehen. Stehlen ist schon gemeistert. Weil es jetzt gerade 1-1-1 war. Oder warum? Ich glaube, wir haben jetzt zwei Stufen bekommen. Kann das sein? Okay. Ach, geht jetzt gar nicht. Doch, geht. Oh, wir haben schon ein paar Mal Regener. Wir hatten noch hier so ein nützliche Tipps. Meister der Gegenstände brauchen wir. Und Meister der Gegenstände bekommt man einmal von Stehlen und Analyse. Und da muss man nochmal... Ah, okay. Okay. Aber Analyse muss nicht gemeistert sein, sehe ich gerade. Es wäre aber sinnvoll, es glaube ich zu meistern, weil es dann glaube ich mehr Attackenbonus gibt, Angriffsbonus. Ja, dann ich guck mal, ob ich noch was von Odin stehlen kann und danach Activating Combat Mode. Rüsten wir mal die Analyse aus. Das sieht irgendwie lustig aus. Und gruselig zugleich. Ach, wir kämpfen gar nicht gegen Odin, okay. Stehlen gescheitert? Wow, wow, wow. Okay. Boah, der ist stark. Der ist echt stark. Titanreif. Okay, krass. Oh, oh. Eisgar setzt er ein. Wollte er gerade Eisgar einsetzen? Oh yeah.
Und einen Titanreifen noch geklaut. Oh ja, nice. Sollen sie zucken. Zucken. Wir zucken ein bisschen rum. Bada. Das müsste eigentlich Sunset Sacking heißen. Okay, erstmal speichern. Wir haben ja doch jetzt schon mal eigentlich gut was geschafft in diesen 10 Minuten, finde ich. Aha. Stoppklinge. Oh, okay. Stufe 5. Ah. Ah. Probieren wir ein andermal. Warte, erstmal jetzt Materia. Ausrüsten. Dann nehmen wir Stehlen erstmal weg. Ach, Magieboost ist. Warte mal, dann nehmen wir hier. Boah. Plus 9 Magie, das ist natürlich nice. Die Analyse kommt rein. Wenn ich sie dann finde. Da. Ja, eigentlich können wir jetzt Stehlen drin lassen, aber... Hier stehlen finde ich gerade schon ziemlich nice, muss ich sagen. Behalten wir erstmal Materiajäger. Ja, wir haben so viele hier. Schokomoppelfeder mal 2. Ich wollte mal gucken, was der Titanreif kann. Wahrscheinlich viel HP, oder? Ja. Hatte ich doch richtig in Erinnerung. Habe ich mir fast gedacht. So, okay, egal. Machen wir jetzt erstmal weiter. Dann noch ein paar Missionen. Na komm, machen wir erstmal das Monster in Midgar. Bidi, 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 badam, badam, bam. Eine Truhe, okay, eine Truhe. Da, okay. Activating combat mode. Bring it on. Ich hätte die Analyse ausgerüstet, habe ich schon, ne? Weil ich habe ja jetzt die HP und sowas gesehen, eigentlich ganz nice. Aber auch nicht so wichtig, finde ich. Was haben wir gerade nochmal gemacht? Monster Midgar, genau so. Ich finde hier die Truhensuche immer extrem, weil die können hier wirklich überall sein. Ah, hier ist schon mal eine, okay. Bestimmt ist noch einer am Haus, oder? Activating combat mode. Out of the way. Habe ich beide damit getroffen? Das ist ja interessant. Oh yeah! Oh yeah! Okay. Ah, okay, das ist ja mal ein krasses Versteck. Meine Güte.
Ich würde gerne über den Zaun springen, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Activating Combat Mode. Oh yeah. Das ist so ein Tick, ich muss es irgendwie immer wieder nachmachen, weil ich finde, dass sich das so cool anhört. Zack ist so eine coole Socke. Meine Güte. Ich vergesse jedes Mal, wo das war hier genau. Eine Phönixfeder. Okay. Okay, ich hätte gedacht, dass hier eine Truhe ist, aber naja. Da. Activating Combat Mode. Conflict resolved. The end. Chocobo-Armband, cool. Sehr nice. Activating Combat Mode. Got him. Conflict resolved. Oh yeah. Activating Combat Mode. Take that. Conflict resolved. Oh yeah. Activating combat mode. Conflict resolved. Ich glaube, ich habe schon wieder eine Truhe übersehen. Warum übersehe ich in diesem Gebiet immer die Truhen? Okay, ich raff es nicht. Ist mir so oft schon hier passiert. Oh. Feuerring und Wille-Boost haben wir da noch, okay. Hier sind wieder keine Truhen, okay. Activating Combat Mode. Warte mal, wir müssen das Monster hier so... Da heißt es. Activating Combat Mode. Hey! Conflict resolved. Oh yeah! Activating Combat Mode. Bring it on! Take that! Aua! Noch einer? Conflict resolved. Oh yeah. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Eine Truhe. Combat mode. Einfach
schon mal aufgespießt, kann ich direkt. Am Grill aufwärmen. Oder an dem Bomber da hinten. Mystil. Aber so cool war das Mystil ja gar nicht. Activating Combat Mode. Okay, das war ja einfach. Ich glaube, wir rüsten mal Stielen ab. Und damit wir mehr Materia leveln können. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Es gibt so viel, was man machen kann. Komm, nehmen wir einfach mal Gift. Kann ja nicht schaden. Da fehlt noch eins. Die Wirbelattacke gibt es hier nochmal. Nice. Nehme ich auch gerne mit. Da hinten, okay. Activating Combat Mode. Nur so Schleimmonster hier. Haben wir dafür jetzt gar nichts bekommen? Doch die Wirbelattacke, okay. Na, aber auch wieder ohne ein Parameter. Schade. Ja, ich denke mal. Interessant wäre auch die Giftklinge sowieso. Gibt es nicht für irgendetwas die mehr Shops, also dass wir mehr Läden haben, wo wir einkaufen können. Stand doch hier irgendwo Ladenadresse. Missionsbelohnung für M933, okay. M9, M7. M9. Haben wir ja noch gar nicht. Bei M7 war irgendwas. M7. Noch einmal ganz kurz gucken. Nützliche Tipps. Oh, hier war auch noch was. M4, okay, M426. M443. 753, okay. Ja, da haben wir ja noch nichts. Ja, mach ich mal das, vielleicht wird ja was freigeschaltet, eventuell. Die Giftklinge kann ja eh nicht schaden. Also von daher. Ist natürlich Rang 4, darf man nicht vergessen.
away the combat mode. Aua, oh. Ja, die halten jetzt etwas mehr aus. Oh oh. Wieder so ein großer Bursche hier. Ah. Es war so klar. Na gut, dann komm mal her. Uiuiui. Oh, oh, oh. Okay. Kann ich ihn vergiften? Geblockt. Geblockt. Oh. Geblockt bedeutet das, dass er dagegen immun ist? What? Okay. Ich glaube auch nicht, dass ich das blocken kann, oder? Erneut versuchen. Aua. Also mit der Attacke zieht er... Aua. Aua! Aua! Ich glaub nicht, dass ich's runter... Ich hab gerade R1 gedrückt gehalten, mal sehen, ob es was bringt. Nee. Ich habe noch mehr Schaden bekommen. Okay, das funktioniert, glaube ich, nur, wenn wir in der im richtigen Zeitpunkt... Umfa Wumpa, okay. Ja, jetzt kannst du deine Attacke ruhig einsetzen. Ja, jetzt kriegen wir gerade alles gefühlt. Ich hoffe, dass das jetzt die Attacke blockiert. Ja. Nein! Okay. Oh. Und das Unverwundbar ist natürlich weg. Okay, den schaffen wir noch nicht. Mission abbrechen. Allein wegen der... wegen dem Limit schaffen wir den nicht. Außer ich könnte halt versuchen. Jetzt sind wir hier rausgegangen. Ich denke, aber wir haben schon Vitalität auf 71. Ja. Ach so, ja, nee, das haben wir ja nicht geschafft. Okay, Stufe 5. Die geheimnisvolle Mail. Es ist schon noch einiges, was wir haben.
Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein, wenn es irgendwo geht, einen Abschnitt hier. Ich glaube, den Abschnitt können wir gut fertig machen. Machen wir das mal. Und dann suchen wir mal nach den Wutai-Kriegern. Der ist ja schon direkt hier. Zwei Truhen? Wo sollen die denn sein? Direkt am Anfang, okay. Jetzt sagen die, muss da hochlaufen. Activating combat mode. Out of the way. Guck mal, bevor ich da hochlaufe, ich guck mal eben hier. Nee, das sieht aber nicht danach aus, ja. Für einen Megatrank hat es sich gelohnt. Wir könnten da rein theoretisch den einen Boss, den ich jetzt gerade probiert habe, könnten wir versuchen, voll auf Verteidigung zu gehen. Vielleicht könnten wir es dann überleben. Wir können es ja hier nachher mal noch einmal ausprobieren. Der Eisenreif. Eine Truhe. Oh oh. Oh oh. Activating combat mode. Out of the way. Okay, ihn kann man vergiften. Okay, geblockt. Ich glaube, geblockt bedeutet, wird nix. Oh yeah. Was mich ein bisschen nervt, ist immer, dass er immer sofort hier rausgeht, dass man nicht bei den Missionen einfach drin bleibt. Okay, nur eine Truhe. Finde ich schon mal gut. Die ist direkt da. Eine Manschette. Okay. Oh mein Gott. Genesis! Der hält aber viel aus. Oh, den kann man sogar vergiften. Der nimmt mich aber nicht ernst. Der kämpft einfach mit Hand in der Tasche gegen mich. Da sieht er, was er davon hat. Okay, so. Zwei Truhen, aber der Gegner ist direkt hier. Was soll da? Hä? Da hinten. Ach, das sind zwei Gegner. Okay. Activating combat mode. Conflict resolved. Ja, die Missionen dauern echt lange, aber ich würde sie ja gern alle mit euch zusammen machen, ne? Aber ich glaube, da wird die meiste Spielzeit auch drauf gehen. Noch mehr Gegner, okay. Aua. Oh mein Gott. Activating combat mode.
Haha, nee, deine Raketen treffen mich nicht. Maschineller Exitus mit Real-Handschuhe. Die waren, glaube ich, nicht so gut. Die hatten wir ja schon mal. Ich trinke mal ganz kurz einen Kaffee nochmal. Die Truhe ist doch bestimmt wieder da. Ja. Mittlerweile habe ich euch durchschaut. Activating Combat Mode. Wait! Schummeln! Da war nur einer! Aua! Er ist leider nur Stufe 1. Ja, war trotzdem stark. The end! Jetzt haben wir nur noch ein richtig, ja. Vier Truhen. Ich übersehe doch eh wieder die Hälfte. Aua. Hier schon mal nix. Geh jetzt nochmal hier rein. Ernsthaft? Okay. Activating Combat Mode. Bring it on. Er rennt da voll rein. Conflict resolved. Okay. Ich meine eine. Ich bin doch ein bisschen fähig. Ob es auch eine Materia gibt, die Materia mehr AP gibt? Und dass wir noch schneller die Materia leveln können? Oder ein Accessoire? Dass öfters die Zahlen kommen für die Materia zum Leveln. Activating Combat Mode. Conflict resolved. Oh yeah. Activating Combat Mode. Conflict resolved. Oh yeah. Wollte schon sagen. Bei vier Truhen wäre es sehr unwahrscheinlich gewesen, wenn hier keine Truhe drin gewesen wäre. Wieder so viele Gegner, ey. Conflict resolved. Oh yeah. Amerika, okay. Activating combat mode. Sag mal, woher kommt ihr denn? Ich töte euch doch alle. Conflict resolved. Das war so klar.
Oh mein Gott, ganz hinten. Nice. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. Oh yeah. Ne, der war sogar etwas stark, wenn ich mich nicht täusche. Okay, vergiften kann man ihn nicht. Nein, keine Stille. Lass ihn nicht zu. Oh. Mehr mache ich euch erst. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Naja, ich hatte da Stille Schutz drauf. Stimmt ja. Okay, nice. Obwohl, wir haben sehr viele Schockabsorber. Ich glaube, da könnte man die Verteidigung echt hochpushen. Ich speichere mal ganz kurz. Dann probieren wir das nochmal. Wo war das nochmal? Auf der Jagd nach Kostbarkeiten, oder? Nee. Ach, hier. Ja, warte nur ab. Ich komm gleich, ich komm gleich. Wird auch nicht. Zu blöd, die Truhe aufzumachen. So. Ausrüsten. Ich glaube, das ist mit das Höchste, was wir, glaube ich, haben, ne? Zack. Ja, die Diamanthandschuhe sind auch schon sehr, sehr nice. Falls das nicht geht, könnte man rein theoretisch noch entweder einen TP-Boost ausrüsten, fällt mir gerade ein. Oder halt noch einen Titanreif. Activating Combat Mode. Aua, jetzt zieht schon mal weniger ab zumindest. Ja, ich glaube, es macht was aus. Das könnte klappen. Aua. Ah, fast auf 50% gekommen. Können wir mal sehen, ob wir es überleben? Ja, nice. Okay, das kann was werden. Aua. Glücksterne! You can do it, Zap. Yeah, I'm on fire now. Oh, immer Crit, das ist schon sehr nice. Aber Glücksterne ist schon eine nice Sache. Brace yourself. Kriegst den Luftschlag auch noch ab. Is this the end? No, not if I can help it. Und meine Nase juckt heute so. Oh.
Okay, nice. Komm noch einmal. Nein! Der kam nicht mehr durch. Wir haben ihn fast geschafft. Das wird was. So hat es geklappt. Sehr nice. Genau. Oh yeah. Und die Giftklinge auch noch erhalten. Sehr nice. Feier ich. Perfekt. Oh, und der Katalog wurde erweitert. Hat man tatsächlich eine neue Mission bekommen. Ah, die sind alle Rang 4 mittlerweile. Hier einen Shop zu bekommen wird auch sehr, 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 sehr schwer. Ich rüste aber jetzt erstmal wieder. Weil das mit der Stille fand ich schon immer ziemlich nice. Diamanthandschuhe auch ausrüsten und Stilleimpuls, genau so. Analyse haben wir immer noch nicht weiter gelevelt. Okay, ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal noch die Wutai-Leute. Ob das mit einem gelben Ding gekennzeichnet ist. I heard the ich guck mal, ob der das ist. Ah nee, der war das, okay. Some weapons they were, just plain monsters, piece of cake. Maybe I'm wasting my breath talking to a Shinra person, but know this: the planet is in great peril. Are you one of those avalanche people? Me in with those morons. Hey. They speak of justice for the planet, but their method is bloodshed. In the end, they're no different from the Shinra Company at their core. Hey man, you keep railing on everyone, but you know I'm... Soldier, the true protectors of the world. Is that it? I don't know who or why you're fighting, soldier man. But this planet is ailing, and no one seems to know. Remember, that is the real danger we face. Okay, muss ich doch. Haben wir nicht. Hat er nicht gesagt, der erste Wutai-Krieger sei hier in Sektor 8? Ich habe halt Angst, dass die Main-Quest ausgelöst wird, wenn ich jetzt zum Bahnhof gehe. Deswegen speichere ich mal ganz kurz ab. Weil ich will, bevor wir die Main-Quest nämlich weitermachen, möchte ich hier alles erledigt haben. Immerhin ist der Zug mal da.
Sektor 8 ist ziemlich groß, ne? I lost that reporter. I believe he's... Hä, okay, jetzt muss ich noch mal gucken. wo drunter war das denn? Nee, hä? Here's the intel on spy number one. We know that he's hiding somewhere within Sector 8. If you find anyone suspicious there, please detain him. The Wutai are masters of disguise. Don't be fooled by appearances. Guess what? The other day, I caught a rumor about the Chocobo Prince. His name is Joe, and his jet black Chocobo is called Hyperion. Der gute Chocobo Joe. Apparently, he's pretty famous within racing circles. He made his name riding in the amateur Chocobo racing circuit. I'm sure in a few years, he's gonna be a world-class jockey. I should have gotten an autograph. Ja, wo könnte der jetzt sein? Warte mal, ich muss einmal kurz gucken. Ich habe gerade nicht drauf geachtet, als wir zum Bahnhof gegangen sind. Ob dann da auch Sektor 8, ne, Sektor 1 steht dann da. Okay. Ja, dann muss der ja irgendwo einer von den Banausen sein. Oder heißt das, muss er sich nicht als Mensch getarnt haben? Kann es auch einfach eine Mülltonne sein? Aha. Ja, er ist es. Nicht? Oh mein Gott. Somewhere in mid, it's a widget eye. Hä? Okay. Ich hab doch jetzt alle angesprochen. The face. Die sind ja schon dahinter. Oder ist er dann irgendwie im Shinra-Gebäude oder so? Das ist ja das Shinra-Gebäude. Ich muss gerade sagen, ich bin ein bisschen überfragt. This is with the Every-
Please let... Ever since the recent attack, buildings... Please let me know if you see... Oh. Hey, you. What's a scientist doing loafing around here? You're just a doll made by the science department. Do not speak to me. A doll? You're saying Soldier is a bunch of dolls? I have nothing to say to a soldier battle drone. Come on now. We protect Midgar and fight the good fight all around the world. Unlike some scientist reading his research notes at his desk all day, I make real contributions. One question. Huh? Why are you here, exactly? Zach, can you talk? What's up? Have you heard about those reports of the recent spike in monster sightings around Midgar and Calm? Yeah, I've heard. Apparently, those monsters were once held by the Shinra Science Department as study samples. Seriously? So you're saying these monsters busted out of Shinra's cages? You think they could? On their own? The Shinra building security system isn't that lax. But then... The company has decided to cover this up with a massive soldier deployment to eliminate the monsters. I'm sure you'll get the call soon, too. But for now, keep this quiet. Right, got it. Shinra monsters, huh? What's happening to this place? Kriegen wir bestimmt eine Mission. Ich glaube, bevor ich mich jetzt dumm und dämlich suche, wir gucken jetzt einfach nochmal im Loveless-Gebiet einfach. Auch wenn das jetzt nicht als Sektor 8 gekennzeichnet ist. Er meinte ja, lass dich nicht von dem Äußeren trügen. Ich hätte jetzt gedacht, dass sich vielleicht da auch einer einfach als Kind verkleidet. Und dass ich deshalb jeden ansprechen soll. Aber vielleicht meint er ja wirklich, dass es auch irgendwie ein Gegenstand sein kann. Gehe ich erst in die Richtung. Halt. What is it? I told you before not to talk to me. Damn. I'm blown. Okay, das ist funny. Okay. This is Zach. I found a Wu-Tai spy. I'm on you. Aha. Stop right there. There's nowhere left to run. Zach, excellent work. The Wu-Tai spy we caught is already being interrogated. If we get any further intel on the remnants, I'm sure there'll be a follow-up mission for us to go on. Here's the intel on spy number two. This one got a hold of a Shinra army uniform and had infiltrated the Shinra building. We've been searching for him all over Sector 8. But there's no sign of him. Because his cover's been blown, I doubt he would go back to the Shinra building. But... Oder ist er da doch vielleicht? Okay, das war funny. Aber dass das hier als Sektor 8 zählt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, haben wir doch schon einen gefunden. Bist du das vielleicht? I lost that reporter. I believe he's... I lost that... I believe... Okay.
Er meinte, er wäre nicht mehr im Shenron-Gebäude, aber vielleicht doch. Ever since the recent attack, please let. Ever since the recent, please let. Hätte ja auch er sein können. Ich gehe mal eben nach oben. Mit Shinra-Uniform meint er doch bestimmt diese Soldatenuniform, oder? Warum meint er einfach einen Anzugträger? Ich glaube nicht. The inspection team has arrived in Midgar without incident, sir. My comrades on the escort detail also arrived safely. I'm grateful for soldiers' support, sir. In my heart, there is only respect and admiration. Incidentally, my comrades on the escort detail appeared quite exhausted to go from Midgar to Corel Village and... But they said the hardest... A brute named Magnum or Bullet was apparently the... Incidentally, my comrades on the escort detail appeared to go... Incidentally, to go... Der wird es ja nicht sein, denke ich. Soldatetage, gehen wir mal dahin. Wäre doch naheliegend. A while ago, I was on Professor. When I think back, I can't. It was. A while ago? I finally got a chance to show what I'm made of during that attack on Midgar the other day. I can't let you take all the... The other day, the next... I finally got a chance to show what I'm made... We were... talking about who... And I think... No, 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 no. Was? We were and no. The most. Are you for real? I don't think about such things. Now you're making me think it. Are you angry? Sorry. The most beautiful. I would zap. Finde ich auch ganz gut. Are you for real? I don't think. Now you're making. Are you. What the. What the. Nochmal ab ins Materiallabor. Kein. Nee. Was ist mit dir wieder? Hey, you have a Mako Stone with you already. Can you leave that with us, possibly? We can make it into Materia. Oh yeah, if you want, you can stay and watch. Mal sehen, ob es wieder dasselbe ist. Commencing materia generation. All hands, confirm status. Ready, sir. Main engine is on. Main engine. Ich glaube, es ist wieder das gleiche, ja. Concentrate. Sweet Materia. Thanks to you, we had Zack. Dafür habe ich euch das jetzt gegeben. Okay. If you have errands, I see as so. If you have errands, as so. Hä, wo könnte der denn sein?
since because... Ich denke mal nicht, dass er hier ist, oder? Ah, okay. Feuerer, nice. Der Missionskatalog wurde erweitert. Giftwirbel, interessant. Und ein Eisring. Na komm, machen wir das eben. Dann haben wir das nämlich hier erledigt. Nein. Hoppala. Habe ich gar nicht gesehen, dass da die Grenze war. Activating combat mode. Conflict resolved. Oh yeah. Activating combat mode. Take that. Conflict resolved. Oh yeah. Activating combat. Boah, wie viele Gegner hier einfach kommen. Jetzt ist es, manchmal ist es echt übertrieben, ey. Nice, hat sich aber gelohnt. Mann, ich wollte um die Ecke gucken, Kerl. Da. Subvita, auch nicht schlecht. Glaube ich, das erste Mal jetzt, oder? Activating combat mode. Later. Conflict resolved. Oh yeah. Activating combat mode. Bring it on. Feier ich ja irgendwie diese Überlegenheit. So, wo könnte nun dieser Shinra-Depp sein? Begib dich zum Forscher im Ausstellungsraum, okay. Ich glaube aber soweit haben wir hier alle angesprochen, oder? Today we are going to test your physical fitness. It's important that we make accurate evaluations of your abilities. So make sure you're ready. Ready for your physical fitness? Selbstverständlich. Da ist er. Deine physische Leistungsfähigkeit wird daran gemessen, wie viele Kniebeugen du in einer Minute schaffst. Wenn du mehrere Kniebeugen nacheinander erfolgreich ausführst, erhöht sich dein Tempo. Vorsicht, führst du eine Kniebeuge im falschen Moment aus, gerätst du kurz aus dem Rhythmus. Der optimale Zeitpunkt ist, wenn Zack den tiefsten Punkt der Hocke erreicht hat. Ah,
Das ist immer dieses, die Kameradrehung nimmt das ein bisschen raus, muss ich sagen. Da, durch diese Drehung... Das ist dämlich. Okay, das geht aber besser. All hail Soldier! That was quite the squat performance. Ja, ne? Quadrizeps aus Stahl erhalten. Okay. Shinra servierte Skizzen erhalten. Aber immer doch. Bom, bom, bada, bom, 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 bada. Okay, nochmal. Mal, okay. Yes, a good match. You're a worthy opponent. Shinra Keramik erhalten, okay. Noch einer? Na komm, machen wir das jetzt auch noch. Nein! Oh mein Gott. Yeah, I'm getting pumped. Oh mein Gott. Yeah, I'm getting pumped. Yeah, I'm getting pumped. What? Da kam jetzt noch einer. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der vorhin kam dann nicht. Ganz knapp. Very impressive, Zack. I knew I couldn't beat you. Shinra Gleisketten erhalten, okay. Noch ein Gegner? Ich meine, die Folge ist schon ziemlich lang, aber wenn wir schon dabei sind, oder? Yeah, I'm getting pumped. Yeah,
einen mehr geschafft jetzt, okay. Well, as far as squats go, you're unbeatable. What can I say? I'm impressed. Shinra Lötzinn, Kniebeugen bis zum Umfallen erhalten, die Errungenschaft. Noch eine. Na komm, machen wir das. Ach so, okay. So, haben wir jetzt irgendwie Ausrüstung oder sowas bekommen? Was haben wir denn da immer erhalten? Taschentücher. Wir haben noch da die ganze Zeit etwas erhalten. Was soll das denn sein, bitte? Naja. Ich würde sagen, weil die Folge schon ziemlich lang ist, in der nächsten Folge suchen wir weiter nach diesen Wutai-Fritzen und machen noch einmal ein paar Missionen und gehen dann die Main Story an. Das reicht jetzt erstmal für diese Folge. Ist lang genug. Ja. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ich muss mich jetzt erstmal von den Kniebeugen erholen.